Good evening, my dear brethren of the priesthood. Guten Abend, meine lieben Brüder im Priestertum. Heute möchte ich über den Dienst als Missionar sprechen. Ich richte meine Worte an die unzähligen jungen Männer, die das aaronische Priestertum tragen und auf der ganzen Welt versammelt sind, und auch an ihre Väter, Großväter und Priestertumsführer, die über sie wachen. Die Missionsarbeit liegt mir sehr am Herzen. Und so ist es auch bei jedem Mitglied der 8 Kollegien der 70er, die der Herr berufen hat, in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte, zu gehen. Die Missionsarbeit ist das Herzstück der Kirche und die lebensrettende Segnung für alle, die ihre Botschaft annehmen. Als der Meister unter den Menschen wirkte, forderte er Fischer in Galiläa auf, ihre Netze zurückzulassen und ihm zu folgen. Er sagte: Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Der Herr erweiterte diese Berufung auf alle demütigen Männer, damit durch sie andere von der Wahrheit seines Evangeliums hören und zu ihm kommen. Im Juni 1837 wurde Heber C. Kimball, ein Apostel vom Propheten Joseph Smith, berufen, auf Mission nach England zu gehen. Elder Kimballs Berufung entging, als die beiden im Kirtland Temple saßen. Joseph sagte mit göttlicher Autorität: Bruder Heber, der Geist des Herrn hat mir zugeflüstert, lass meinen Knecht Heber nach England gehen und dort das Evangelium verkündigen und dieser Nation die Tür zur Errettung öffnen. Diese Einflüsterung des Geistes ist ein Beispiel dafür, wie die Knechte des Herrn Weisung erhalten, Missionare in ihr Missionsfeld zu senden. Heute gehen Missionare aus, zwei und zwei, so wie sie vom Herrn berufen wurden, und bringen dieselbe Botschaft mit derselben göttlichen Berufung zum Dienst, die sie vom Propheten Gottes erhalten haben. Unser Prophet, Präsident Thomas S. Monson, sagte über diejenigen, die berufen wurden: Sie haben die Chance ihres Lebens zur Missionsarbeit. Die Segnungen der Ewigkeit warten auf sie. Und sie brauchen dabei nicht bloß Zuschauer zu sein, sondern dürfen aktiv im Priestertumsdienst mitarbeiten. Die Bühne gehört euch, meine lieben jungen Träger des aaronischen Priestertums. Seid ihr bereit und gewillt, eure Rolle zu spielen? Der Herr erwartet von jedem fähigen jungen Mann, dass dieser sich ab sofort vorbereitet und erneut verpflichtet, damit er würdig ist, vom Propheten Gottes berufen zu werden, eine Mission zu erfüllen. Ich erinnere mich gerne an die große Freude unserer gesamten Familie, als zwei unserer Kinder die Berufung erhielten, als Vollzeitmissionare zu dienen. Aufregung und Vorfreude erfüllten uns, als jeder von ihnen seinen besonderen Brief vom Propheten Gottes öffnet. Unsere Tochter Janessa wurde in die Michigan-Mission Detroit berufen und unser Sohn Christian in die Russland-Mission Moskau. Wir waren gleichzeitig demütig, aber auch furchtbar aufgeregt. Als meine Frau und ich vor einigen Jahren das Vorrecht hatten, über die New York-Mission New York Nord zu präsidieren, staunte ich, als die Missionare in New York City ankamen. Als ich sie am ersten Tag ihrer Mission interviewte, hatte ich ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit für jeden einzelnen dieser Missionare. Ich spürte, dass ihre Berufung in unsere Mission von Gott für sie geplant war und auch für mich, ihren Missionspräsidenten. Nachdem wir unsere Missionsberufung erfüllt hatten, berief mich Präsident Gordon B. Hinckley, als 70er in der Kirche zu dienen. Während meiner Schulung als neuer Generalautorität hatte ich einmal die Gelegenheit, dabei zu sein, als Missionare von Mitgliedern vom Kollegium der 12 in eine der mehr als 300 Missionen dieser großartigen Kirche berufen wurden. Ermuntert von Präsident Henry B. Eyring und mit seiner Zustimmung möchte ich Ihnen heute von einem für mich ganz besonderen Erlebnis berichten, das ich mit ihm vor einigen Jahren hatte, als er ein Mitglied des Kollegiums der 12 war. Jeder Apostel hat die Schlüssel des Reiches Gottes inne und übt sie unter der Leitung und im Auftrag des Präsidenten der Kirche aus. Elder Eyring berief Missionare in ihr Missionsfeld, und es war mein Teil meiner Schulung, ihn zu beobachten.
Eines frühen Morgens traf ich mich mit Elder Iring in einem Raum, in dem mehrere große Computerbildschirme für diese Sitzung vorbereitet waren. Es war auch noch ein Mitarbeiter der Missionsabteilung anwesend, der an diesem Tag den Auftrag hatte, zu helfen. Zuerst knieten wir uns nieder, um zu beten. Ich erinnere mich, dass Elder Iring den Herrn sehr ernsthaft bat, ihn zu segnen, damit er vollkommenes Wissen haben könne, wohin die Missionare berufen werden sollten. Das Wort vollkommen sagt einiges über den Glauben aus, den Elder Iring an diesem Tag ausübte. Zu Beginn erschien ein Bild des Missionars, der berufen werden sollte, auf einem der Computerbildschirme. Bei jedem Bild schien es mir, als wäre der Missionar mit uns in diesem Raum. Elder Iring begrüßte dann den Missionar mit seiner freundlichen und gewinnenden Stimme. Guten Morgen, Elder Ryer oder Schwester Young. Wie geht es Ihnen? Er sagte mir, dass er sich in Gedanken gerne vorstellte, wo die Missionare ihre Mission beenden würden. Das würde ihm dabei helfen, herauszufinden, wohin sie berufen werden sollten. Elder Iring las dann die Anmerkung des Bischofs und des Pfarrpräsidenten, die ärztlichen Bescheinigungen und alles andere, was mit dem Missionar zu tun hatte. Dann wandte er sich einem anderen Bildschirm zu, auf dem Gebiete und Missionen in aller Welt zu sehen waren. Schließlich berief er den Missionar in sein Missionsfeld, so wie der Geist es ihm eingab. Von anderen der Zwölf habe ich erfahren, dass dies die übliche Art ist, wie die Apostel des Herrn jede Woche zahlreiche Missionare dazu berufen, überall auf der Welt zu dienen. Da auch ich vor vielen Jahren als Missionar in meinem Land in der Oststaatenmission gedient habe, hat mich dieses Erlebnis zutiefst bewegt. Auch weil ich als Missionspräsident gedient habe, war ich dankbar für ein weiteres Zeugnis dafür, dass die Missionare, die ich in New York empfangen hatte, durch Offenbarung zu mir geschickt worden waren. Nachdem er ein paar Missionare berufen hatte, wandte sich Elder Iring, als er gerade über einen bestimmten Missionar nachdachte, und an mich und sagte: "So, Bruder Rusband, wohin denken Sie, sollte dieser Missionar gehen?" Ich war überrascht. Leise gab ich Elder Iring zu verstehen, dass ich es nicht wusste und dass ich auch nicht wusste, wie ich es wissen könnte. Er sah mich direkt an und sagte einfach: "Bruder Rusband, passen Sie besser auf, dann können Sie es auch wissen." Daraufhin zog ich meinen Stuhl ein wenig näher zu Elder Iring und den Computerbildschirm. Ich passte sehr viel besser auf. Nach einigen Mal im Lauf dieses Verfahrens wandte sich Elder Iring an mich und sagte: "Und, Bruder Rasband, wohin sollte nach Ihrem Gefühl dieser Missionar gehen?" Ich nannte eine bestimmte Mission und jedes Mal sah Elder Iring mich nachdenklich an und sagte: "Nein, das ist nicht die richtige." Dann fuhr er fort, die Missionare gemäß seinen Eingebungen zu berufen. Als wir uns dem Ende dieser Berufungssitzung näherten, erschien das Bild eines bestimmten Missionars auf dem Bildschirm. Ich hatte eine sehr starke Eingebung, die stärkste dieses Morgens, dass der Missionar, den wir vor uns sahen, nach Japan berufen werden sollte. Ich wusste nicht, dass Elder Iring mich wegen dieses Missionars wieder fragen würde, aber erstaunlicherweise tat er es. Sehr zögerlich und demütig entgegnete ich: "Japan?" Elder Iring antwortete sofort: "Ja, gehen wir dorthin." Auf dem Bildschirm erschienen die Missionen von Japan. Ich wusste sofort, dass der Missionar in die Japan-Mission Sapporo gehen sollte. Elder Iring fragte mich nicht nach dem genauen Namen der Mission, aber er berief den Missionar tatsächlich in die Japan-Mission Sapporo. In meinem Herzen war ich zutiefst bewegt und dem Herrn aufrichtig dankbar, dass er mich diese Eingebung verspüren ließ, dass ich wusste, wohin der Missionar gehen sollte. Am Ende der Versammlung bezeugte mir Elder Iring, wie sehr der Erretter jeden Missionar liebt, der berufen ist, in die Welt hinauszugehen und das wiederhergestellte Evangelium zu verkünden. Er sagte, dass seine Knechte durch diese große Liebe des Erretters wissen, wo diese wunderbaren jungen Männer und Frauen, älteren Missionare und auch Missionarsehepaare dienen sollen.
Diesen Morgen erhielt ich ein weiteres Zeugnis davon, dass jeder Missionar, der in dieser Kirche berufen wird, in ein bestimmtes Missionsgebiet geschickt wird durch Offenbarung, die der allmächtige Gott einem seiner Knechte gibt. Ich schließe mit den Worten, die der Herr an die Whitman-Brüder, die in den frühen Tagen der Wiederherstellung eine sehr wichtige Rolle spielten, richtete. Sie waren Zeugen für die goldenen Platten und ihre unterzeichneten Zeugnisse stehen vorn in jeder Ausgabe des Buches Mormon. Sie gehören zu der ersten Gruppe von Missionaren, die von einem Propheten Gottes im Jahre 1829 berufen wurden, das Evangelium des Herrn Jesus Christus zu verkündigen. In der Einleitung zum 14. Abschnitt vom Lehre und Bündnisse heißt es, drei der Whitmer-Söhne, von denen jeder ein Zeugnis von der Echtheit des Werkes empfangen hatte, machten sich ernsthaft Gedanken in Bezug auf ihre persönlichen Pflichten. Zu John und Peter Whitmer Jr. sagte der Herr, denn viele Male hast du von mir zu wissen begehrt, was für dich von größtem Wert sein würde. Ich vermute, dass auch viele von euch jungen Männern sich diese Frage schon gestellt haben. Hier ist die Antwort des Herrn. Und nun siehe, ich sage dir, was für dich von größtem Wert sein wird, das ist, diesem Volk Umkehr zu verkünden, damit du Seelen zu mir bringst, damit du mit ihnen im Reich meines Vaters ruhen mögest. Zu dieser Zeit eures Lebens, meine jungen Freunde, ist eine Missionsberufung vom Herrn die wichtigste Arbeit, die ihr tun könnt. Bereitet euch jetzt vor, lebt rechtschaffen, lernt von eurer Familie und von den Führern der Kirche. Kommt und baut mit uns gemeinsam das Reich Gottes auf der Erde auf. Nehmt eure göttliche Berufung in einer so großen Sache an. Dies ist mein demütiges Gebet im Namen Jesu Christi. Amen.